In diesem Video erkläre ich dir den Unterschied zwischen der Present Simple Tense und der Present Progressive Tense. Man nennt sie auch Present Continuous Tense. Zuerst einmal wichtig zu wissen ist, dass sich beide Zeiten in der Gegenwart abspielen. Jetzt sehen wir uns die Present Simple Tense genauer an. Wir bilden sie, indem wir die erste Form des Verbs nehmen. Und wichtig ist, bei he, she und it muss man ein S ans Verb anhängen. Wir sehen uns ein Beispiel an. I speak, ich spreche. You play, du spielst. He speaks, she plays. Wir sehen, bei he, she, it muss man ein S anhängen ans Verb. Wenn wir einen Satz verneinen möchten, dann verwenden wir don't plus die erste Form und bei he, she und it verwenden wir doesn't und die erste Form. Also zum Beispiel I don't speak, ich spreche nicht. You don't play. She doesn't speak. He doesn't play. Er spielt nicht. Wenn wir eine Frage im Present Simple stellen wollen, dann machen wir das so. Wir verwenden do oder does plus die Person plus die erste Form des Verbs. Also zum Beispiel do you speak, sprichst du, oder does she play, spielt sie. Wann verwenden wir nun die Present Simple Tense? Es gibt zwei verschiedene Punkte, in denen wir die Present Simple Tense verwenden. Im ersten Fall verwenden wir sie für allgemeine Aussagen, die einfach stimmen. Zum Beispiel Cats drink milk. Katzen trinken Milch. Das ist allgemein gültig. Oder The sea is blue. Das Meer ist blau. Das ist eine allgemeine Wahrheit. Und wir verwenden die Present Simple auch für Dinge, die regelmäßig oder oft oder nie passieren. Zum Beispiel könnte man sagen, Jack often plays computer games. Jack spielt oft Computerspiele. Hier sehen wir schon an dem Wörtchen oft, erkennen wir, dass es eine Sache ist, die oft passiert. Und daher gibt es einige Signalwörter für die Present Simple Tense. Always, also immer, often, oft, sometimes, manchmal, never, niemals, oder every day, every year, jeden Tag, jedes Jahr. Jetzt sehen wir uns die Present Progressive Tense, oder wie sie auch noch heißt, die Present Continuous Tense, genauer an. Wir bilden sie mit folgender Formel. Person plus am is are plus Verb plus ing. Was bedeutet nun am is are? Wir verwenden am, wenn wir I im Satz als Person haben. Wir verwenden is, wenn wir he, she oder it im Satz haben. Und wir verwenden are, wenn wir you, we oder they im Satz haben. Sehen wir uns das genauer an. I am speaking. Ich spreche. Weil wir I im Satz haben, brauchen wir das am. Oder you are playing. Du spielst. Bei you brauchen wir das are. Wenn wir den Satz verneinen möchten, dann kommt folgende Formel zum Einsatz. Person plus am is oder are plus not plus Verb plus ing. Also zum Beispiel, I am not speaking. Ich spreche nicht. She is not playing. Sie spielt nicht. Wenn wir eine Frage bilden möchten in der Present Progressive Tense, dann verwenden wir am is are plus Person plus Verb plus ing. Also wir beginnen mit are you speaking, sprichst du, oder is he playing, spielt er. Wann verwenden wir nun die Present Progressive Tense? Auch hier gibt es zwei verschiedene Fälle, in denen wir diese Zeit verwenden können. Der erste Fall ist, wir verwenden diese Zeit für Dinge, die gerade jetzt passieren. Also zum Beispiel könnte man sagen, hey,
I am speaking to you. Hey, ich spreche mit dir. Ich spreche gerade jetzt mit dir. Deshalb kommen folgende Signalwörter zum Einsatz. Now, jetzt, at the moment, in diesem Moment. Oder hey, look, schau, listen, hör zu. Da weiß man, dass es gerade um diesen jetzigen Moment geht. Und wir verwenden die Present Progressive für Pläne, die wir für die Zukunft machen. Zum Beispiel, we are watching a film on the weekend. Wir werden am Wochenende einen Film schauen. Auch da brauchen wir die Present Progressive Tense. Der Unterschied zwischen beiden Zeiten nochmal kurz zusammengefasst. Die Present Simple verwenden wir für regelmäßige Dinge. Und da kommen Signalwörter vor, wie zum Beispiel always, often, never. Ein Beispiel, I often play tennis. Ich spiele oft Tennis. Und wir verwenden die Present Simple für allgemeingültige Aussagen, für allgemeine Wahrheiten. Unser Beispiel war Cats drink milk. Katzen trinken Milch. Die Present Progressive Tense verwenden wir auch für zwei verschiedene Fälle. Im ersten Fall verwenden wir sie für etwas, das gerade jetzt in diesem Moment passiert. Zum Beispiel, I am relaxing at the moment. In diesem Moment entspanne ich mich gerade. Und wir verwenden die Present Progressive für Pläne, die wir für die Zukunft machen. Also zum Beispiel, we are flying to Italy in summer.